Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Civilization 10. Wir sind in Folge Civilization World. Wir sind in Folge 10 und haben gerade ein goldenes Zeitalter begonnen und wir wollen gerne mit Shinji reden. Mal gucken, was er zu sagen hat. User joined your channel. Seid gegrüßt, Shinji von den Irokesen. Ich wollte euch über einen neuen technischen Durchbruch meines Volkes informieren. Wir haben es nach ewig langer Zeit endlich geschafft, von Zeichnungen wegzukommen und die Schrift zu entwickeln. Das ist ein sehr wichtiger Fortschritt. Lasst euch das gesagt sein und lasst euch da nichts anderes sagen. Und dies war der Grund, weswegen ich euch fragen wollte, ob ihr unsere Botschaft bei euch aufnehmen könntet, wie wir es damals schon vor mehreren hundert Jahren bei euch getan haben. Ja, natürlich, das versteht sich doch von selbst. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Dann habe ich euch nun diesen Vorschlag repariert. Ich danke euch und ich werde auch bereits wieder zu meinem Volk zurückreisen müssen. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Stadt. Vielen Dank. User left your channel. So. Hatten wir das Ganze also noch gar nicht ausgetauscht gehabt? Okay. So leicht kann man das aus den Augen verlieren. So, da bin ich eben ein bisschen mit meinem Stuhl hin und her gerollt, um irgendwie an den Lichtschalter zu kommen. Aber es wurde mir jetzt dann doch so langsam ein bisschen duster hier drinne. Bin auf den Abend nicht unbedingt auf der Sonnenseite. Antion wurde gegründet. Unbekannte Zivilisation. Da muss aber jemand dann entweder keine sinnvollere Auswahl gehabt haben oder viele Städte an Flüssen. Weil sonst bringt das relativ wenig. Ist mein Bonus ein ganz klein wenig besser. Nicht viel, aber ganz klein wenig. Nicht genau erkennen, weitergehen oder auch nicht. Ah, okay, es geht zumindest noch ein bisschen weiter. Würde ich gerne die Karte drehen können. Mal sehen, ob gleich irgendein Aufschrei durchs Volk geht. Und sie feststellen, ich habe das Orakel gebaut. Kommen schon wieder fertig. Ich will das Orakel endlich fertig haben. Mensch, ich habe so die Vermutung, die beiden haben sich gefunden, solange wir die brauchen. Ich wäre so gerne an die Ruinen rangekommen. Oh.
buddy joined your channel. Grüß Gott. Seid erneut gegrüßt. Ich hoffe, ich bin nicht mittlerweile in der Situation, dass ich euch zu nerven gehe. Nein, ich muss euch gestehen, das ist eine sehr erfreuliche Abwechslung, nachdem mein Spähtrupp leider verloren gegangen ist. Wir vermuten Barbaren, sehr weit im Osten. Die letzte Nachricht, die ich hatte, es gab Ruinen in Sicht, aber danach sind die Nachrichten leider verstummt. Ja, sie haben ja auch schon diverse Einheiten geraubt, möchte man sagen. Meine Botschaft hat mir übermittelt, dass ein fremdes Volk bei euch in der Stadt zu Gast war. Und das beunruhigt mich natürlich dahingehend ein wenig, da ich euch ja nun meinen Vorschlag überbracht hatte, beziehungsweise zum Zwecke eines Bündnisses. Und ich weiß, dass ihr, ich weiß nicht, ob ihr eventuell auch in diese Richtung plant oder nicht. Das ist auch euer Punkt, das könnt ihr gerne halten, wie ihr wollt. Ich kann euch nicht zwingen zu einem Bündnis, ich kann es euch nur aus meiner Sicht raten. Aber ob ihr es annehmt, ist natürlich erstmal vielen herzlichen Glückwunsch zu einem weiteren Weltwunder. Ja, meine Arbeiter sind sehr fleißig. Ja, ich sehe dies. Wie dem auch sei, wäre auf jeden Fall für mich der Punkt sehr wichtig, dass ich zum Ende der letzten Aufnahme, die wir heute planen, eine Antwort gerne hätte, wenn dies möglich wäre. Also ich habe ansonsten nur noch mit den Irokesen Verhandlungen und die haben sich bisher nur so weit ergeben, dass wir gegenseitig haben Botschaften errichten lassen und einige Handelsgüter miteinander austauschen. Ansonsten... Dennoch würde ich eben einfach auch, um eine zukünftige Planung zu vereinfachen, bis zum Ende der sechsten Aufnahme eine Antwort mich sehr freuen, falls Sie es möglich wäre. Also ich würde mich über eine entsprechende gemeinsame Zusammenarbeit sehr freuen. Das heißt, ihr würdet jetzt schon eingehen wollen? Wenn uns das irgendwie möglich wäre, natürlich, aber wenn ich mich recht entsinne, haben wir da so ein... sind unsere Wissenschaftler noch nicht weit genug dafür. Dennoch können wir dies ja auf jeden Fall so festhalten. Das werde ich den anderen Spielern jetzt auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Dass ich gerade gesehen habe, dass Bündnisse... Ich weiß nämlich nicht, also die werden das erst ja dann sehen, wenn wir das offiziell eingehen auf Papier. Dennoch können wir dies ja schriftlich festhalten, dass es eben auch gilt ab dem Tag, wo wir es besprochen haben. Das heißt, wenn ihr jetzt ja sagt, dass dies auch dann für die Zukunft gültig ist, auch wenn es nicht im Spiel quasi... Ne? Ja... Ich würde gerne ein Bündnis mit euch unterschreiben. Gut, dann haben wir dies geklärt, dann werde ich das den anderen Spielern mitteilen und dann auf einen gemeinsamen Sieg, würde ich sagen. Ebenso. Ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg hin. Vielen Dank. Buddy left your channel. Ja, ich denke, da will er sich im Ganzen ein bisschen vorausgreifen, dass man so Verteidigungsbündnis, um was es in dem Fall geht, erst mit Ritterlichkeit überhaupt... formen kann. Das ist ein sehr blödes Eiland. So, und Ritterlichkeit gibt es erst hier hinten. Ich meine, ich bin da schon auf einem relativ guten Weg hin, aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Sind nochmal 60 Runden. Werden das hier auf alle Fälle brauchen. Also bei 80 Runden. 90. So. Vor 90 Runden wird das schon mal nichts werden. Damit geht das natürlich auch ein bisschen schneller in eine entsprechende Richtung. Ah, und wir haben endlich Marmor. Haben wir noch irgendwelche sinnvollen Varianten, die wir machen können? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht.
Wir können erstmal hier Bergbau hinsetzen. Das ist eine gute Frage, ob man die öffentlich machen muss. Weil normalerweise würde es ja dadurch, dass wir halt sagen, okay, wir gehen jetzt hier den Weg über die Spielmechanik, die Diplomatie offiziell verkündet werden. Okay, in circa 20 Minuten. Das wäre ungefähr Mitte Folge 11. Mal sehen, ob wir was einhalten können. Ja, damit sind wir wohl zurück. Wir hatten eben schneiden müssen, weil es bei Kitty ein paar Probleme mit der Technik gab. Und zwar ihr Aufnahmeprogramm. Da haben wir alle gesagt, okay, stopp, nicht weitermachen. Nebenbei haben wir noch eine Regeländerung abgestimmt, beziehungsweise einen Regelzusatz, den ich ja bereits vor dem Schnitt erklärt habe mit der Diplomatie. Da geht es jetzt hauptsächlich darum, ob wir, obwohl es diese Technik noch keinen von uns gibt, um die entsprechenden Verträge zu schließen, ob wir das dann hier im Chat groß breit treten, was dann später, wie Shinji gesagt hat, später gibt es dann eh die Nachricht. Wir hoffen, dass es weitergeht. Das berechnet sich schön. Okay, Triere müsste jetzt fertig sein. Bogenschütze ist in Produktion. Sehr schön. Okay, Gianna Brother, also ich habe etwas zu verlautbaren. Das große Reich der Griechen hat sich mit dem weisen Volk der Äthiopier zusammengesetzt und für ein Bündnis der Kraft und der Wissenschaft eingesetzt. Dieser Einsatz wurde belohnt und ein Volksbündnis wurde erschaffen. Ich würde sagen, das hat er gut formuliert. So, die setzen wir hier mal auf automatisch ab. Hm? Kommen auch wesentlich weiter als unser armer Speer, der hinterherhinken wird. Eine 520, nee, so viel können wir nicht kaufen. Können wir uns momentan nicht leisten. Erstmal den Bogenschützen bauen. Die müssten ja auch schon aufgedeckt sein. Und stimmt, viel haben wir da nicht. Hier gehen wir auch noch. Werbemittel. Ja,
Ich habe kein großes Reich, ich brauche Rohstoffe. Aber dann habe ich ein paar Weltwunder. Hat das Orakel noch gebracht, außer der freien Technologie, Kultur und großer Wissenschaftler? Irgendwo, wo der nächste große Persönlichkeit sein wird, wenn das kann, wenn die Produktion jemals so weitergeht. Hier nirgendwo. Man muss hier drin nachgucken. Gibt es wirklich so große Wissenschaftler werden? Wobei bei dem dann auch die Frage, was machen wir mit dem? Gehen wir mal nach hier. Schnell wird über das Land gehen. Bei den großen Wissenschaftlern dafür verpulvern, wissenschaftlichen Fortschritt zu fördern. Oder werden wir da eher sagen, wir bauen mit dem die entsprechende Geländeverbesserung? Das ist eine schwere Entscheidung. Gut, das ist eine allgemeine Verbesserung, die wir auf Dauer brauchen werden. Könnte ich bei Gelegenheit noch eine zweite Triere brauchen, die in diese Richtung erkundet, aber eine große Handelsroute werden wir noch nicht hinbekommen mit dem Schiff. Wir sind vermutlich wieder mal am Schnacken. Das nächste Ziel wären zumindest. Ja, so nach der ganzen Verzögerung habe ich jetzt so ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren, wann was ist. Ja, ich denke, wir sollten jetzt relativ gut beim Ende von Folge 10 sein. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und welche Politik wir als nächstes wählen, das sehen wir dann in Folge 11. Also dementsprechend, bis dann, euer China Tiger.